Tatsächlich ist es so, dass die billigen Nahrungsmittel, mit denen uns die intensive Landwirtschaft versorgt, nur auf den allerersten Blick günstig sind. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass unter anderem die Umwelt einen sehr hohen Preis dafür bezahlt. Problematisch sind insbesondere der Verlust der Artenvielfalt, den wir seit Jahrzehnten beobachten, die Belastung der Oberflächengewässer und auch des Grundwassers und die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft. Hinzu kommen auch noch, dass die Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft die Luftqualität reduzieren und landwirtschaftliche Böden von Humusabbau, Bodenerosion und Bodenverdichtung betroffen sein können, wenn die Bodennutzung nicht standortangepasst erfolgt. Tatsächlich ist es so, dass die Probleme, die ich beschrieben habe, uns seit Jahrzehnten bekannt sind. Wir haben es also weniger mit einem Erkenntnisdefizit als vielmehr mit einem Handlungsdefizit in der Agrarumweltpolitik zu tun. Was wir brauchen, sind letztlich zwei Sachen. Erstens ein effektives Ordnungsrecht, das sich an den gesetzten Umweltzielen orientiert, und zweitens ein System der Landwirtschaftssubventionen, wo zukünftig nicht mehr der Landwirt das meiste Geld bekommt, der die meisten Flächen hat, sondern der Landwirt, der am meisten für Umwelt und Naturschutz tut. Als Verbraucher können Sie drei Dinge tun. Erstens, versuchen Sie, möglichst wenig Nahrungsmittel wegzuwerfen. Zweitens, wenn Sie keine weiterführenden Informationen haben zu den Produkten, die Sie kaufen sollen, halten Sie sich an die Faustregel, kaufen Sie saisonal, regional und Bioprodukte. Und drittens, überdenken Sie Ihren Fleischkonsum. Wenn Sie den sinnvoll reduzieren, tun Sie in aller Regel nicht nur was für die Umwelt, sondern auch für die eigene Gesundheit.